Hurra, hurra! Der Atomausstieg in Deutschland hat Bestand. So kommentierte Staatssekretär Jochen Flassbart vom Bundesumweltministerium das Urteil des Bundesverfassungsgerichts diese Woche. Energieriesen wie E.ON, RWE und Vattenfall hatten wegen des 2011 von der Bundesregierung vorgezogenen Atomausstiegs geklagt. Das Gericht befand den beschleunigten Atomausstieg für zumutbar. Es bleibt also alles dabei. 2022 soll in Deutschland das letzte Kernkraftwerk vom Netz gehen. Wir blicken also rosigen Zeiten und blühenden Landschaften entgegen und können uns ganz beruhigt zurücklehnen. Oder auch nicht. Denn auch wenn Deutschland seine Meiler nach und nach abstellt, laufen in den europäischen Nachbarländern die Kraftwerke heiter weiter. Und von einer Grenze lassen sich radioaktive Wolken leider nicht beeindrucken. Allein in der EU sind noch 128 Meiler am Netz. Das Durchschnittsalter der Anlagen liegt im Schnitt bei 30,6 Jahren. Das hohe Alter ist auch meistens das größte Problem. Die gefährlichsten AKW stehen laut des World Nuclear Report in der Ukraine, Bulgarien, Großbritannien, Frankreich, Tschechien und Belgien. Also zum Teil in der näheren Nachbarschaft. Beispiel Belgien. Dort sind noch zwei AKW am Netz, die nicht nur bei Atomkraftgegnern als tickende Zeitbomben gelten. Doel und Tihange. Beide Reaktorblöcke sind über 30 Jahre alt. Der älteste Reaktor in Doel bringt es sogar schon auf 42 Jahre. Entsprechend marode ist auch deren Zustand. Immer wieder gibt es Störungen und die Meiler müssen abgeschaltet werden. Trotzdem haben sie es bisher immer wieder zurück ans Netz geschafft. 2012 fand man zum Beispiel tausende feine Risse in einem Reaktordruckbehälter in Doel. Wenig später wurde dies auch für Tihange bekannt. Im Februar 2015 teilten die belgische Atomaufsichtsbehörde AFCN und der betreibende Energiekonzern Electrabel mit, dass man tausende neue Risse in den Reaktoren Tihange 2 und Doel 3 gefunden habe. Allein für Tihange sprach man von 3150 Rissen. Diese Risse können leider nicht mehr repariert werden, man müsste den Reaktordruckbehälter austauschen. Das ist aber so aufwendig, dass man gleich ein neues Kraftwerk bauen könnte, zumal heute solche alten Druckbehälter gar nicht mehr auf dem Markt sind. Auch diese Sache mit dem IS-Terroristen, der mehrere Jahre als Techniker im Hochsicherheitsbereich eines Atomkraftwerkes arbeiten konnte, das war im Kraftwerk Doel in Belgien. Besonders dramatisch scheint die Lage nun aber in Tihange zu sein. Die belgische Atomaufsicht hatte erst kürzlich verkündet, dass Nachbesserungen im Brandschutz im AKW ausgeblieben seien. Und der Chef der Behörde, eigentlich ein Atomstrombefürworter, zeigte sich regelrecht entsetzt über den Betreiber der Kraftwerke, da dieser keinerlei Maßnahmen ergreife, die Sicherheit zu verbessern. So sprach der Chef der Behörde zuletzt in einem Brief an den Betreiber von einer alarmierenden Wahrscheinlichkeit einer Kernschmelze. Damit ist nichts anderes gemeint als das, was 2011 in Fukushima und 1986 in Tschernobyl geschehen ist. Beruhigend. Die Meiler in Tihange stellen nicht nur eine direkte Bedrohung für das knapp 80 Kilometer entfernte Aachen dar, sondern wegen des vorherrschenden Westwinds auch für ganz Nordrhein-Westfalen. In Aachen protestiert man schon länger für das Abschalten des Kraftwerks. Der Oberbürgermeister der Stadt ließ jetzt sogar eine interaktive Zählsäule installieren, an der die Aachener das Kraftwerk symbolisch ausschalten können. Aachen und Nordrhein-Westfalen klagen mittlerweile vor Gericht gegen das marode Kraftwerk. Trotzdem sollen die Anlagen noch bis 2025 weiterlaufen. Der Grund ist einfach. Belgien hat Angst vor einem Blackout. Fast 50% des belgischen Stroms kommen aus den zwei maroden Kraftwerken. Leider hat Belgien versäumt, den Energiesektor zu modernisieren. Das Land hat außerdem kaum Rohstoffe und ist ziemlich pleite. Strom aus den Nachbarländern kaufen möchte man also lieber nicht. Und so trifft man in Belgien lieber Präventivmaßnahmen für das Leben nach dem Super-GAU. Im April wurde bekannt, dass an die Einwohner kostenlos Jodtabletten verteilt werden. Das soll gesundheitliche Schäden im Falle eines Atomunfalls vermeiden, denn Jod schütze die Schilddrüse vor radioaktiver Verstrahlung. Ist ja klasse, dass das so einfach ist. Ich nehme ja im Winter auch immer Vitamin-C-Tabletten gegen Erkältung. Vielleicht steige ich jetzt besser auf Jodsalz um. Dann kann ich mich auch wieder entspannen.